Gehen oder bleiben? Manchmal stellt sich im Leben genau diese Frage. Jemand lebt zum Beispiel in einer Beziehung und stellt fest, naja, im Moment läuft nicht alles ganz rund. Zweifel kommen auf. Gehen oder bleiben? Jemand hält ein neues Jobangebot von einer anderen Firma. Attraktiv? Gut? Muss ich entscheiden. Gehen oder bleiben? Und ich denke an Joe Biden, den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Lange hat er mit sich gerungen. Gehen oder bleiben? Und sich dann entschieden, doch zurückzutreten. Oder gerade in diesen Tagen, Manuel Neuer tritt zurück als Torwart der Nationalmannschaft. Auch er hat lange überlegt, gehen oder bleiben. Gehen oder bleiben? Diese Frage hören wir auch im Evangelium dieses Sonntags. In der Brotrede, aus der wir in den letzten Wochen immer wieder Abschnitte gehört haben, erklärt Jesus den Anhängern und seinen Jüngern, wer er ist. Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird leben, und wer dieses Brot isst, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Doch eine ganze Reihe der Anhänger können und wollen das nicht glauben. Gott wird Mensch, einer wie du und ich, Brot für uns, das vom Himmel kommt. Und sie wenden sich ab. Jesus merkt diese Zweifel. Und an einem gewissen Punkt fragt er deshalb seine eigenen Jünger, und ihr, wollt auch ihr gehen? Und Petrus antwortet ihm, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Petrus legt ein Bekenntnis ab. Er sagt, ich will zu dir gehören. Ich will bei dir bleiben, weil ich glaube dir, dass du das Leben in dir trägst. Und dieses Leben uns eine Zukunft eröffnet über den Tod hinaus. Bei Jesus bleiben, das ist die Einladung dieses Sonntags. Nicht einfach in deiner Kirche oder Organisation, sondern sich festmachen an ihm, weil von ihm Leben ausgeht und uns ja den Weg weist hin zum Leben. Und das bedeutet nicht in erster Linie zu haben, sondern etwas zu geben. Selbst zum Brot zu werden für andere, sich zu verschenken. In mancherlei Hinsicht steht das im Gegensatz zu dem, was um uns herum geschieht. Und gerade deshalb braucht es eben auch die Entscheidung. Die Entscheidung zu gehen oder zu bleiben. Petrus ermutigt uns zu bleiben, an Jesus dran zu bleiben, damit sein Leben in uns sich entfaltet und Frucht bringt. Und wir letztlich damit auch im wahrsten Sinne des Wortes glücklich werden. Gehen oder bleiben? Die Antwort von Petrus ist eindeutig. Es lohnt sich zu bleiben. Und vielleicht können wir auch wir mit dieser Antwort nicht nur leben, sondern auch unser Leben gestalten und ihm zustimmen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Passt gut auf euch auf und bleiben Sie gesund. Ihr Pastor Christoph Winkeler.